das? Ist das Ihr neues Silvesterkostüm? Das ist mein Dienstanzug. Wieso ein Dienstanzug? Ich bin ein zweiter Kololulus. Was sind Sie? Ein zweiter Kololulus. Ein zweiter Lokulus, ja. Das ist der Bruder, Herr Pfeil. Also bitte, ja. Wollen Sie etwa damit sagen, dass Sie unter die Köche gegangen sind, dass Sie kochen können? Ach, bei mir können Sie alles bekommen. Ich beherrsche die astronomische Materie. Ja, die gastronomische Materie. Können Sie bei mir auch essen. Alles. Alles, ja. Na gut, dann stellen wir mal beide ein Menü à la carte zusammen, ja. Die Fleischart kenne ich nicht. Das ist keine Fleischart, ja. Das heißt, ein Gericht nach der Karte. Na, ich koche ja nach dem Kochbuch, nicht nach dem Atlas, ne? Was haben Sie denn da sonst noch? Also bitteschön, wir kochen jetzt beide. Und zwar, was machen wir? Ich würde vorschlagen, am besten Hasen. Hasen? Wo haben Sie den her? Den habe ich selbst gekauft. Gekauft? Aha, gut, schön. Also den wollen Sie jetzt zubereiten? Das werde ich jetzt tun. Gut, schön. Es gibt also verschiedene Hasengerichte. Ah? Ja, natürlich. Kennen Sie zum Beispiel falschen Hasen? Das soll bei mir mal einer probieren, mir einen falschen Hasen anreden. Oh. Nein, nicht. Ich meine, es gibt doch auch verschiedene Hasenbezeichnungen. Noch nie gehört. Was denn? Na, Dachhasen. Kenne ich nicht. Stallhasen. Na, ich kenne nur Betthasen. Also bitte, ja? Die gehören nicht hierher. Nein, die gehören ins Bett. Was machen Sie nur mit so einem Hasen? Ich nehme ihn lieb in die Arme. Ich amüsiere mich, tanze Walzer. Nein, ich rede doch vom Kochen. Ach so, na, ist schade. Also bitte, wie bereiten Sie den Hasen nun zu? Welchen? Welchen? Diesen, Meister Lampe. Sehr schmackhaft. Na, wie bereiten Sie ihn denn nun vor? Sie wollen den ganzen Vorgang wissen? Ja. Ausführlich? Bitte. Sie wollen was von mir lernen, Herr Pfeil? Bitte darum. Pass Sie auf. Sie nehmen den Hasen. Ja? Und jetzt wird der Hase erst einmal gerupft. Nein, Hase wird nicht gerupft. Sie können eine Ente rupfen. Na gut, machen wir eine Ente. Nein, wir machen keine Ente, wir behalten jetzt den Hasen erst einmal, ja? Hm. Sehen Sie, und einem Hasen zieht man das Fell über die Löffel. Ja, geht das mit dem Messer nicht viel einfacher? In der Fachsprache heißen die Ohren Löffel. Das ist doch Unsinn. Kommen Sie mal zum Arzt und sagen, ich habe Löffelsausen. Weiter bitte. Hm. Weiter, jetzt wird der Hase 2 Tage gereizt. Er wird gebeizt. In Muttermilch. In Buttermilch. In Buttermilch, Buttermilch. Ja, und dann weiter? Dann wird er gewürzt mit einem Spezialmittel, so mit Hasenpfeffer. Ja, Hasenpfeffer ist ebenfalls ein Hasengericht. Ein Gericht? Ja, natürlich. Wunderbar, da haben die Hasen viele Gerichte. Das ist ja die reinste Hasenjustiz. Also los, weiter jetzt, ja? Weiter. Hm? Ja. Na, und dann, was machen Sie jetzt? Der Hase, der wird da bestochen. Er wird nicht bestochen, er wird gespickt. Bestickt. Sie lösen dann wieder Nein, nein, bei mir nie, nie. Wieso denn nicht? Ich kann das Tierchen nicht leiden sehen. Also geben Sie her, dann machen wir eben was anderes. Gut, machen wir was anderes. So. Na, wie wär's mit Karpfen? Karpfen? Na wunderbar, Karpfenblau. Das wird lustig. Wieso wird das lustig? Noch nie einen besoffenen Karpfen gesehen. Ach du grüne Weine. Ja, mit 4 Petersilie. Aber kennen Sie schon das Neueste? Bitte was denn? Mini Lapini Pomperanelli. Bitte was? Mono Lapini Pomperanelli. Aber eben haben Sie was anderes gesagt. Ja, das erste war mit Soße. Also bitte, was soll das Ganze? Was ist das? Da sind Sie scharf drauf. Natürlich. Aber ja, das ist ein bisschen zu süß, ein bisschen zu herb, aber dafür herzhaft lasch. Also bitte, was ist das? Wie stellt man das her? Wollen Sie wissen? Na ja, natürlich. Also passen Sie auf. Sie nehmen 1 Pfund Mehl, 2 Pfund Grieß, 3 Pfund Zucker, 1 Marmelade, 3 Liter Backaroma, 2 Harzer Roller und eine Spessermütze Zement. Eine was bitte? Eine Messerspitze Zimt. Und dann das Ganze gut verrühren und ein halbes Ei. Oder haben Sie ein ganzes? Ja, ein ganzes Ei, ja, ein ganzes Ei, nicht? Ja. Und dann hurtig aufs Gas. Aufs Gas, ja, und dann? Ja, dann kochen das auf. Und, weiter? Ja, dann kochen das wieder ab. Bitte, was soll das Ganze? Das ergibt einen vorzüglichen Anstrich für Gartenmöbel.